machst du da, Dennis? Ja, das ist ja das Wappengrab. Ich dachte, ich nehme mal das emsländische Wappen mit und gucke, ob das darauf passt. Nach kurzem Fußweg über Wald und Wiesen auf dem prähistorischen Pfad erreicht man das Wappengrab. Doch schon auf dem Weg dorthin fanden wir die ersten Hinweise auf Megalithanlagen. Hier liegen ja schon Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach kurzer Rast schauten wir uns das Wappengrab genauer an. Aber auf dem Gelände lagen überall Steine verteilt. Hier war wesentlich mehr als nur eine Megalithanlage. Aber weißt du, was charakteristisch übernommen wurde? Diese Deckelsteine nur ganz leicht aufliegen. Ja. Das haben wir ja bei allen Höhengräbern schon gesehen. Wie leicht das hier nur aufliegt. Fliegt, ne? Ja. Vielleicht auf 10 cm Radius Auflagefläche und trotzdem hält das so gut. Und das Krasse ist, es ist genau auch wieder ausgerichtet Ost-West-Achse. 270 zu 90. Es soll ja mal größer gewesen sein. Also ein Joch, zwei Joch, drei Joch, vier Joch und hier das fünfte. Aber die Teufelssteine waren wieder auf der West-Ost-Achse. Ja. Ne? Und das Krasse ist jetzt, es ist wieder mal genau wie die anderen.